Nun wieder zurück in Dark Souls. So, wir reisen direkt von dem Ort hier, wo ich eben Menschlichkeit gefarmt habe. Das, was ich in der letzten Folge am Ende noch gesagt habe. Die kann man eben hier, kann man das relativ gut farmen. Kann hier am Anfang, kann dann die Viecher im Wasser töten. Die geben das ein oder andere Menschlichkeit. Da kann man noch die rostigen Münzen einsetzen, um die Drop-Chance zu erhöhen. Und den Ring, wo man dann auch mehr Loot gedroppt kriegt. Plus Gegenstände, wo man auch mehr Loot findet. Ja, ich glaube, das kann ich so stehen lassen. Ich habe jetzt 3, 4 oder 5 Menschlichkeit. Wir werden gleich kurz gucken. Und mit dem kämpfen wir uns jetzt durch. Dieses Mal schaffen wir es. Ich bin davon überzeugt, wir kriegen das gebacken, garantiert. Es dauert halt einfach ein Momentchen. So, wie viel habe ich? 5. 5 Stück? Okay. Dieses Mal fällt der Blaue. The Man in Blue. Der stirbt. Und um das zu garantieren... Und zwar zu 100% zu garantieren. Ah ne, das ist eigentlich gut, wenn die Antigift drin haben. Wir nehmen aber hier noch das verwelkte... Das verwelkte Kraut. Denn mit dem verwelkten Kraut kann ich mir meine Zauber wiederherstellen und kann so meine Verbündeten unendlich lange wiederbeleben. Bla bla bla, pipapo. Und habe so die Möglichkeit, das ins... nahezu unendliche zu treiben. Kann meine Verbündeten zusätzlich noch verstärken und so weiter und so fort. Greift ihn an. Tötet den Mann. Tötet ihn. Ja gut. Okay. So. Hier noch zu breit, dankeschön, und los. Weiter geht's, runter. Gut. Ich mache hier nur noch meine Waffe kaputt, wenn das so weitergeht. Jetzt bin ich mir gerade am Überlegen. Einfach durchzurennen. Nein, ich nehme den noch mit. Also war das nicht geplant. Meine Herren. Oder meine Herren und Damen. Oh, oh, oh. So. Wir duften hier mal runter. Die kommen mir nach. 1, 2. Sehr gut. Jetzt habe ich aber ein Problem. Ich kann den oben nicht töten. Komm du nur. Komm du her. Wäre schön, wenn ich noch mehr Zaubereinsätze hätte. Könnte ich noch mehr brauchen. Komm runter. Komm, ja, Kinder. Sachte, sachte. Okay, wie mache ich das jetzt? Das ist so wenig Schaden. Das ist es nicht. Vielleicht mit Gift. Das ist kein... Ach, Mann. So. Ich werfe einfach mal. Ich würde gerne... Danke.
Wow, 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 wow. Das ist durchaus auch eine Möglichkeit, aber nicht die, die ich wollte. Okay, wir machen es mal ganz kurz so. Ich stärke euch mal hier. Okay, so. Jetzt den. So. Feuerdrakenstein. So, jetzt. Das funktioniert irgendwie nicht so. Ja doch, aber mit verdammt wenig. Wie wär's? Wie? Bleib mal bitte einfach bei mir stehen. So, danke. Er läuft. Bewegt sich wieder. Heile ich ihn eigentlich oder heile ich ihn nicht? Das ist jetzt die Frage. Ich habe schon das Gefühl, dass ich ihn heile, ne? Ich muss ehrlich gestehen, ich bin mir nicht sicher. Na doch, ich heile ihn, aber er hat... Es geht mega langsam hoch. Ist er denn wirklich, ist er so stark, dass er so viele Lebenspunkte hat, dass es schwierig ist, das hoch zu manövrieren? Ich klatsche ihn einfach noch ein paar Mal drauf. Naja, ich mach dich jetzt voll. Wir gehen jetzt einfach mit echt voll, richtig vollen Lebenspunkten dahin, ne? Ich habe das Gefühl, du stehst mir aber jedes Mal aus dem Kreis raus. Und das passt mir jetzt nicht so. So, einmal noch das Ganze. Und dann wagen wir uns rein. So, den letzten noch. Obwohl, nee, machen wir nicht. Ich fress mich jetzt mal satt hier. Tack. Tack. Kommt mal näher, Jungs. Und Mädels. Und auf geht's. Ich wusste, dass da noch eine kleine Explosion kommt. Oh, das geht schnell jetzt. Jetzt geht's schnell. Das kam etwas unerwartet. Puh. Ich töte dich dieses Mal mit Taktik. Mit einem frischen Tic-Tac im Mund. Bumm. Ah, macht er keinen Bumm? Macht keinen Bumm. Dann nicht. Ich nutze die Gelegenheit gerade kurz. Jetzt gleich nochmal. Wenn wir schon dran sind. Jetzt knallt's dann. Wow. Wow. Holy moly. Warum kriege ich jetzt Schaden? Ich bin so weit weg.
einen Bumm nicht? Ah nein. Wenn er von oben runterspringt, macht es keinen Bumm. Macht nie Ex Bumm. Niert, niert. Ich schwöre es bei den drei Heiligen. Oh shit. Ich heile euch alle, wollte ich sagen. Er hat so einen weiten Schlag, das ist so Wahnsinn. Mit Schaden machen. Ja, jetzt. Ich guck dir die Reichweite mal an. Das ist doch nicht normal. Holy shit, ey, echt. Bleib die andere an. Nein! Einen, den ich auseinanderreißen kann. Oh Mann! Das ist nicht normal. Ja, so, ich mache ihn jetzt mit Magie fertig. Ich heile sie einfach, bevor sie reingehen. Dann klatsche ich dem einfach Magie die ganze Zeit drauf. Das ist fertig. Ich habe keine Geduld mehr. Keine Geduld mehr. Lebensentzug. Machen wir nicht. Nachtklinge. Nö. Wir nehmen hier noch einen fetten. Und dann noch den, der ist auch immer gut. Nehmen wir noch einen Ring rein, dass wir das Ganze beschleunigen können. Dann nehmen wir noch die Handschuhe rein, dass wir das Ganze beschleunigen können. Und dann reiße ich ihm jetzt gepflegt den Arsch auf. Ja, das mache ich jetzt. Mit Magie, ich stehe weit hinten und hau einfach drauf. Das hat in der letzten Folge viel besser funktioniert, aber ich bin noch nie bei einem Boss so hängen geblieben, Mann. Das nervt echt hart. So, kommt, hopp, 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 hopp. Das muss schneller gehen, Jungs. Kennt die Übung. Komm, sterben, fertig. Wo sind meine Verbündeten? Nasch mal wieder am Kraut. Komm runter. Komm runter. Ja? Komm her. Ja. Und unten. Und zack. Nein. Ah. Ich habe echt nicht vor, hier zu sterben. Besten will nicht. Aber wenn ich so weitermache, schaffe ich das sogar noch, drauf zu gehen. Der andere Doof-Dödler. Wow, 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 was machst denn du da? Lori! What the Kuckuck? Are you doing there? Ja? Bestes Englisch. Komm nur runter, bitte.
die rennen gleich wieder raus. Ach, Jungs. What the fuck? Falscher Stab. Mach nicht, hoho, töte ihn. Ansonsten geht Lori drauf. Schlag zu, Idle. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Weil, wow. Du Vollidiot. Ah, ich schick dich jetzt zurück, Trottel. Hier, verpiss dich. Die fangen nochmal neu an. Ja, logisch ihn. Der nie trinkt. Da kriege ich ja Katze. Entschuldigung. Aber er steht nur nebendran und guckt zu. Kann ich auch gleich so gut weglassen, den Trottel. So, dann sitzen wir hin und versuchen die ganze Übung noch einmal. Weil ich habe ja nicht genug von dem Ort. Ich habe es ja nicht schon zum x-tausendsten Mal gesehen. Mann, ey. So, ich versuche mal eine andere Strategie. So. Oh, die rennt direkt runter. Warte mal. So. Rennen die jetzt alle nach? Ich habe den Eindruck, dass sie direkt runter rennt. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Aktion gerade. Hier taucht noch ein Feind auf. Ja, ja. Ist mir bekannt. Ich lasse dich mal ein bisschen zuschlagen. Ich wollte eigentlich hinter dich. Na gut, dann halt so. Theoretisch, wenn ich jetzt hier runterspringen würde... die leben beide noch, ne? Die leben ja beide noch. Also gut. Also gut. So. Jetzt muss ich es einfach clever anstellen. Nein, das ist nicht clever! Nein! Boah, der Frust ist zu groß. Aber ich reg mich nicht auf. Ich reg mich auch nicht auf, dass ich da nicht unten durchrollen könnte. Eigentlich. Ich reg mich auch nicht über die 33.000 Seelen auf, die ich verloren habe. Nein, nein. Nein, das lässt mich kalt. Das lässt mich ziemlich kalt. Und weil mir das so egal ist und es mich so kalt lässt, brauche ich eine ganz kurze Pause. Gott. Ich hasse den Ort. Eingang zum eisernen Korridor. Ja, Eingang zum eisernen Arsch. So, gut. Dann freue ich mich auf die nächste Folge von Dark Souls. Und ich hoffe, dass wir den blauen... Fügen Sie bitte an dieser Stelle eine Beleidigung ein. Töten können. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge von Dark Souls 2. Bis dann.